Der Märchensessel? Sind wir noch drauf? Nee. Was? Doch, klar. Sind wir noch drauf? Ich glaube schon, ne? Liebe Regie? Ja. Weißt du? Ja, ihr seid auch drauf. Ihr habt ja noch einen Slot bis 19 Uhr, ne? Ja, nee, bis Viertel vor. Natürlich. Ja, bis Viertel vor. Ja, ist korrekt. Weißt du, wann wir hier das letzte Mal saßen? Man sieht mich nicht. In diesen Sesseln, nachdem wir und Date K gemacht haben. Diese Therapie-Moin-Moin-Session danach. Da saßen wir in diesen Therapiersesseln. Nein, aber an Date Car hat es gerade die schöne Zeit erreicht, wo die Leute es wirklich ernsthaft vergessen haben, dass es existiert. Du hast es zurückgebracht. Ja, als kleiner Gag. Ich brauche meine Lache. Ich muss kämpfen für meinen Gag hier. Du kennst doch die Kommentare wieder. Ja, Quatsch, das hat keiner verstanden. Mara hat kurz geschmunzelt, ansonsten ist er untergegangen, der Gag. Jetzt kann ich auch mal ehrlich sein mit meiner Katastrophe. Ich finde, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Wir schauen uns jetzt die Folge an. Date Car. Oh, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe das bis heute nie geschaut. Ich habe es auch nie gesehen. Ich habe es auch nie geschaut. Ich erinnere mich nur, dass die Sendung so schlimm gewesen sein musste, dass wir eine extra Statement-Sendung gemacht haben, uns extra hingesetzt haben in diesen Therapiesesseln. Ist das nicht auch der Therapiesessel? Ja, ich sag ja. Deswegen haben wir den damals genommen. Ja, aber damals hatten unsere Sendungen noch richtig Sinn und einen roten Faden. Ey, in diesem Sessel ist schon einiges passiert. Hat da nicht auch Flo Harten mal überbrückt mit Heinrich liest Heine? Harten liest Heine. Weil wir irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt waren und dann. Nee, wir haben irgendwie live. War krank. Ich glaube, wir haben irgendein Live-Segment gemacht und da damals sind Live-Segmente noch regelmäßig abgebrochen, verbindungstechnisch. Und dann haben wir gesagt, okay, Flo, setz dich schon mal hin, falls es abbricht, dass du dann überbrückst. Und dann hat er Heine vorgelesen. Witzig, dass du das sagst, weil exakt als ich nach diesen Stühlen gesucht habe für unsere Requisiteurin Laura, um zu zeigen, guck mal, den Stuhl haben wir den irgendwo, habe ich Harten liest Heine. Weil ich dachte, er säße da drin. Er saß aber einfach auf der Couch. Ach. Dann kam so ein Intro. Und ich habe das Flo Harten gestern oder vorgestern geschickt. Der Top-Kommentar ist, naja, war ganz gut, aber ein bisschen wenig Heine wurde gelesen. Das war das Fazit zu Harten. Da hatten wir mal die Chance, die ganzen Heine-Fans an Bord zu holen. Damals, 2014, und wir haben es verpasst. Wir haben es nicht geschafft. Ja, das hat damals der Gedanke. Stimmt, aber diese Stühle haben schon... Aber macht dir Vorlesen Spaß? Vorlesen? Andreas Link. Ja, ich muss es ja bei Gagreflex immer machen. Ich lese ja immer die Fragen. Naja, gut, erstmal so einen langen Text, weil ich könnte mir das schon so abends vorstellen. So 23 bis 2 Uhr. Welchen Autor mit L würdest du lesen? Lessing. Link schließt Lessing. Finde ich nicht schlecht. Lessing? Link schließt Lessig Lessing. Ja. Finde ich nicht schlecht. Oder Lenin. Link schließt Lenin. Oh Gott. Link schließt Lenin. Ich glaube, wie gesagt, Leute, votet. Votet da draußen, was das Zeug hält. Ich hatte übrigens kurz ein bisschen Angst, was mir hier für ein Buch hingelegt wurde. Ja. Es ist zum Glück aus 1839, weil so groß das deutsche Volk hier steht, aber es ist alles noch okay. Ihr habt auch im NDA-Studio wahnsinnig viele Bücher, ne? Ich bin da immer auf Sendung überrascht, ja. Ich denke mir so, meine Güte, was ihr da lest, der Goethe freut, was hier alles rumsteht. Ja, ja. Denkt man gar nicht von der Klamauk-Schmiede NDA. Wir sind teils Show, teils Bibliothek. Das ist kein Joke, damit verdienen wir das Geld für die Sendung. Ist mit Bücherausleihe. Ja, noch 10 Bücher, wir können einen Einspieler machen. Ja, aber das war uns schon wichtig beim Studiodesign, weil wir gesagt haben, hey, wenn wir schon so ein Bällebad haben, brauchen wir auch was für die andere Waagschale. Um wieder auszugleichen, das Niveau, die Niveauwaage. Die gute alte Niveauwaage. Man muss es in der... Nee, sieht man nicht. Hier ist so ein mittelalterliches Rhinoceros noch drin. Guck mal, so sahen früher Rhinocerosse aus. Da die haben damals noch sich anders angezogen. Ist das nicht einfach ein Java-Nashorn? Das war damals die Mode. Ja. Ein Java-Nashorn gab es noch damals, ne? Hättet ihr ein Thema, über das ihr gerne ein Referat halten würdet, wo ihr sagt, da glaube ich, da könnte ich richtig was sagen? Ja, über welches Thema könntet ihr jetzt aus dem Stegreif eine halbe Stunde ein richtig gut fundiertes Referat halten? Wo ihr sagt, da kenne ich mich wirklich aus, gib mir ein Mikrofon sofort. RAF. RAF? Okay. Lange Zeit fand ich das richtig einfach faszinierend, weil ich ja aus einer ostdeutschen Familie kam und man da nicht so viel davon mitbekommen hat vom deutschen Herbst. Und meine, also ich sowieso nicht, weil ich da noch nie geboren wurde, aber meine Eltern und so auch nicht. Und dann fand ich das im Nachhinein so, gerade diese Stefan Aust-Bücher fand ich einfach super spannend. Und dann ging das ja so los mit Leuten wie Christian Klar, die dann langsam freikamen. Und dann hat man das alles so erstmal nachvollzogen, hä, was war da eigentlich los?
Aber lebt da noch jemand? Kannst du da jemandem eine Mail schreiben eigentlich? Ja, klar, gibt schon noch einige, die noch leben. So richtig alle nochmal einladen? Das wäre ein Comeback, das Comeback des Jahres. Alle nochmal in einem Studio, der ganze Haufen. Ja, guck mal, diese vermeintliche dritte Generation, die ja immer noch so als Rentner Überfälle begangen haben in den letzten Jahren, Straube und Co., sind ja dann irgendwann wieder aufgetaucht, nachdem sie 10 Jahre verschollen waren, weil sie Geld brauchten. Das ist schon alles spannend, auch Ach, Peter cool. Mohnhaupt, Christian Klar und so. Ist alles schon. Also, ne, don't get me started, sag ich mal. Also Links würde über RAF halten. Mara, was ist dein Thema? Ich würde komplett den Hobbit nacherzählen und analysieren. Da habe ich auch schon mal irgendwie so eine Arbeit drüber schreiben müssen in der Schule. In der Schule hast du über Hobbit geschrieben? Ja, da muss ich eine längere Arbeit drüber schreiben und ich habe da über Hobbit auf Englisch geschrieben. Das war für ein Englisch-LK irgendwas. Wie man zum Held wird oder irgendwie sowas. Die Reise eines Helden oder sowas. Mhm. Also auf jeden Fall irgendwas von Herr der Ringe. Lars, komm. Sowas. Ich nutze die Beantwortung einfach wieder schamlos für Werbung. Und zwar könnte ich natürlich ein bisschen was über GeoGuessr erzählen, weil nächste Woche geht es nämlich wieder los mit dem Geo-Battle. Einmal die Woche. Dienstag. Sagst du wirklich Geo-Uni-Hut? Nee, Geo. Okay. Also es heißt natürlich GeoGuessr, aber das heißt es Geo-Battle bei uns, weil wir eingedeutsche Menschen sind. Ja, darüber könnte ich wahrscheinlich, weil ich mich da natürlich sehr viel auch auseinandergesetzt habe im letzten Jahr. Aber mir ist wirklich ganz oft so, dass ich Dinge sehr schnell wieder vergesse. Es war wirklich immer schon so im Studium und dann hatte ich da mal viel Wissen zum Tauchen oder sowas. Ne? Stimmt, ja. Und dann habe ich das aber ganz schnell auch wieder vergessen. Und ich merke auch, wenn ich 2 Wochen kein GeoGuessr spiele, bin ich wieder raus. Aber du hast doch sicherlich ein schönes Thema. Ja, dadurch, dass ich ja ab und zu Referate halte, habe ich schon was. Vielleicht Tschernobyl könnte ich was sagen. Und ansonsten halt Verdun, so die Klassiker so natürlich schon, aber dazu warst du, bist ja auch großer Fan, ne? Da war du hast ja auch das Buch gelesen. Tschernobyl? Ja. Ja, da war doch jetzt auch erst Jahrestag, ne? Deswegen hat doch ProSieben das gerade auch erstmalig im Free-TV ausgestrahlt, die ganze, war das eine Sky-Serie? Ja, ne? Ja, HBO Sky, ja. HBO-Serie. Absolute Empfehlung, Craig Mazin, Tschernobyl. Also unsere Pilze im Osten sind natürlich da, sind immer noch verseucht, ne? Sage ich jetzt mal hier unter der Hand in dieser Art von Show, die mir irgendwann um die Ohren fliegt. das ist schon, ja, alles, was so, was man zur DDR-Zeit nicht mitbekommen hat, finde ich spannend. Würde dich vielleicht auch interessieren, auch eine interessante Arte-Doku zu Fukushima. Die haben das alles nachgebaut, so das Set von diesem Kontrollraum und so, und haben das dann so nach Zeitprotokollen auch so ein bisschen nachgespielt. Total faszinierend auch. Weil da haben auch keine Ahnung genau, was da passiert ist und so, was genau da das Problem war. Schaut euch gerne Arte-Doku. Ich habe nochmal kurz zu Tschernobyl oder möchtest du zu dem Thema was sagen? Nee, ich wollte nur generell nochmal auf Katastrophen eingehen. zu Tschernobyl, ich bin großer Fan von Jeremy Wade. Das ist der Extremangler natürlich bei D-Max und so, wird ja immer alles auf Extrem getrimmt. Und der fischt halt. Angelt in kurzer Hose. Ja, genau. Extrem. Ja. Die Sendung heißt River Monsters. Und es ist immer gleich aufgebaut. Er kommt irgendwo in ein Dorf, zweite, dritte Welt. Und dann erzählen die Eingeborenen ihm, ja, da im Fluss, da gibt es ein Monster, das hat schon 3 Kinder erwischt und da. Dann werden so ein bisschen geistermäßige Geschichten gesponnen, die auch oft mit Aberglauben verbunden sind. Und dann geht er dahin, holt erstmal 1, 2 Fische raus. Nee, das sind sie nicht. Dann trifft er einen lokalen Angler. Und dann holt er das, versucht er den Fisch in 7 von 9 Fällen ist es ein Stör übrigens. Es ist fast immer eine Art von Stör. Meistens ein weißer Stör. So, dann holt er die raus. Und dann war er nämlich deswegen einmal in Tschernobyl und auf Gerüchte hin, dass in diesen Kühlungsbecken und um die Kühltürme auch richtig große Fische leben und hat da so einen riesen, halb mutierten Wels rausgezogen. Wow. Bei River Monsters mit Jeremy Wade. Was heißt halb mutiert? Naja, der war natürlich ein bisschen verformt. Der hatte 6 Augen, keiner. Nee, aber er hatte halt so ungewöhnliche Wölbungen für einen Fisch und war viel größer als die anderen seiner Art. Super spannend. D-Max, oder? Schön. D-Max, ja. Krass. Schön River Monsters. Du schaust da noch viel Fernsehen? Also noch, sage ich jetzt mal, für durchschnittlichen Rockabilly-Zuschauer wahrscheinlich. Aber du bist schon noch der gerne auch mal zappt. Ich bin doch wieder ein bisschen zurückgekehrt, ja. Viel Welt, viel Nachrichten, viel Dokus und so. Da bin ich schon am Start, ja. Weil ich finde, gerade in den letzten Jahren man auch so ein bisschen Netflix durchgeguckt hat und Prime einfach in der Pandemiezeit. Gibt es jetzt nicht den Netflix-Button, so Show Me Anything? So, also dieser zufällige Button? Stumble-mäßig. Okay. Ja, irgendwie sowas. Ne? Weil der ist ja so das Klischee, man sucht die ganze Zeit und findet nichts auf Netflix. Ja. Kannst jetzt einfach sagen, ich gebe auf. Ich habe aufgegeben, ich habe keine Willenskraft mehr. Ich habe die Kontrolle über mich selber verloren. Mhm. Klick auf den Knopf und dann schau einfach irgendwas an. Aber nutzt das einer? Nee. Ich habe es noch nicht benutzt, ne?
Lars, du wolltest noch was zu Katastrophen sagen, das würde mich natürlich schon nochmal interessieren. Nee, es war eigentlich nur ein Spruch. Das wäre natürlich eine Sache, über die ich auch ein Referat halten könnte, über den Tsunami 2004, den ich... Ja, weil du ihn selber erlebt hast. Hätte ich ja, natürlich, aber das ist was anderes als Referat. Ich natürlich noch mal, naja, ich habe es halt mitbekommen und deswegen ja, aber, ich da aus erster Hand halt auch... Ja, aber das ist ein Augenzeugenbericht, kein Referat. Irgendwo so auch Berichte dann... differenzierter sein. Aber nochmal zu Nachrichten. Findest du nicht auch, ich gucke ja auch sehr viel Welt und NTV immer hin und her, aber... Was mich schon stört, sind Pressekonferenzen. Ja. Weil ich habe das Gefühl, ja. 80% der ja. Nachrichtenberichterstattung auf diesen Sendern ist Pressekonferenzen. Ja. Und na klar, wenn irgendwie Angela Merkel oder wie, keine Ahnung, Jens Spahn eine Pressekonferenz gibt, dann schaut man da schon mal rein, gerade jetzt in diesen Zeiten. Aber gefühlt gehen die da überall hin, dann wird über die Schulreform im ja. Saarland oder so, klar hat das immer auch irgendeine Auswirkung auf die Politik, gerade auf die Diskussion, aber das ist mir zu viel. Da bin ich dann wirklich, dann freue ich mich beim Frühstück, mich hinsetzen, jetzt gucke ich mir 10 Minuten Nachrichten an und dann kommt da die Pressekonferenz von irgendeiner. Sehe ich genauso. Lange Nachrichtenfernsehen gucken ist halt das Problem, irgendwann bist du im Loop drin. Das sind ja meist immer so 20 Minuten von Nachrichtenloop, danach ja, wiederholt sich alles, weil die Leute natürlich nicht davon ausgehen, dass du länger dran bleibst als diese Zeit, deswegen wiederholen sich die Nachrichten in regelmäßigen Abständen. Dann ist es aber für mich, ich bin so ein Meta-Gucker, mich interessiert es dann schon, aha, ich weiß ganz genau, was sie gleich sagen wird, wie präsentiert sie es? Twistet sie ein bisschen die Wörter, gibt sie mir ein bisschen was anderes. Ist das nicht auch der schlimmste Job der Welt, den ganzen Tag, alle 20 Minuten dasselbe zu sagen, so ja, wieder Flut, wieder 3 Leute Kopf ab, so immer und immer wieder und immer mit dieser Gravitas und diesem Ernst so für jeden, der das jetzt das erste Mal sieht. Ja, ich glaube, viele ist das einfach abschalten und vorlesen, weil die haben ja einen Teleprompter und dann lesen die einfach vor und wissen wahrscheinlich teilweise gar nicht, was sie genau sagen. Aber findest du nicht auch, wir hatten wir sind natürlich beeinflusst, Lena Mosel war mal bei uns auch in der Show letztes Jahr. Ich finde, Lena Mosel macht es mit Abstand am besten von allen. Absolut. Mit Abstand. Professionell. Bestes für einen Sender ist sie? Welt. Welt. Ja, professionell, super souverän, tolle, angenehme Stimme. Nicht diejenige, die auch schon mal hier zu Gast war? Oder ja, ja, genau. Bei Hello Homeoffice, glaube ich sogar. Ne? Homeoffice. Macht das inzwischen. Überragend. Wirklich überragend, kann man nicht anders sagen. Ja. Shoutout. Wie ist bei euch mit, wie ist bei euch mit Fernsehgucken? Gar nicht mehr, ne? Nee. Nee, ich auch nicht, ne? Tatsächlich. Aber ich schaue tatsächlich wieder mehr Fernsehprogramm, aber auf YouTube halt dann so. Weil vor allem so Arte-Sachen, manche so ZDF-Dokus auch. Mediathek ist ja immer schwierig, so ein bisschen hast du ja, weil das wird dir nach einem Jahr wieder rausgenommen tatsächlich für den Rundfunkstaatsrat. Ja? Ja. Aber so auf YouTube kann man das manchmal schon ganz gut weggucken. Aber da habe ich mir eben gedacht, ist nicht das Argument eigentlich, dass so Privatanbieter ja auch ihre Mediathek quasi hinter einer Paywall verstecken, also so TV Now und Co. Und dass du dann ja immer den Gegenwert hättest, dass ZDF, die dürfen das ja nicht machen, dass die immer eine freie Mediathek dann haben mit natürlich super vielen Videos, wenn sie es nicht offline nehmen müssten, versus Privatproduktionen, die hinter einer Paywall sind, dass das der wirtschaftliche Nachteil ist. Genau das ist die Idee, dass sie eben der Privatwirtschaft nicht zu viel Konkurrenz machen. Sondern eben immer sich absichtlich schlechter machen und die absichtlich den Content wegnehmen. Da haben wir ja gerade auch vor wie vielen Minuten ein Referat drüber gehört, ne? Naja, aber ich finde, dass du eine gewisse Diskussion anstößt, auch dass vielleicht irgendwie mal ein bisschen gedankenlos tritt, irgendwie, die vielleicht eingefahren sind. Ja. Naja, ich fand das spannend, aber halt nicht so spannend. Dass ich da nee, das war schon gut. Ja, aber das ist ja für dich auch, du wandelst ja oft zwischen den Welten, ne? Muss man ja auch sagen, du kennst ja beide Seiten, weißt, wie es hier in dieser raffgierigen Privatwirtschaft zugeht. Und da wird jeder Cent rausgedroschen. Ja, so, da kommt so der ein oder andere Paycheck von den Öffentlich-Rechten natürlich auch mal ganz gelegen. Ja, absolut, klar. Und ich meine, da müssen wir ja nicht drüber reden, also da kennst du dich ja gut aus. Aber natürlich auch im Privaten sind fantastische Dinge möglich, wie zum Beispiel NDR. Die immer wieder fantastische Sachen raushauen. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, jetzt mal reinzugucken in eine kleine Matz, die ihr gedreht habt. Weißt du, worum es geht? Ich habe mir tatsächlich, weil lade mir immer ganz viele Videos runter für meine Zugfahrt, damit ich da was angucken kann. Und ich habe mir euer Video runtergeladen, aber noch nicht angeschaut. Oh. Also ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe die erste Minute. Ja, ich habe die ersten 30 Sekunden reingeguckt. Und dann dachte ich mir, wir konnten ihn nicht halten. Und dann dachte ich mir, nee, das hebe ich mir auf. Nee, Quatsch. Das hebe ich mir auf für heute Abend. Das muss ich nochmal wirklich mit voller Aufmerksamkeit angucken. Oder eben jetzt, wenn wir es gleich sehen. Könnt ihr einen kleinen Teaser abgeben? Was erwartet uns? Ja, ich würde sagen, das ist ein Lebenstraum, der uns da erfüllt wurde. Naja, hallo. Einmal im Miniaturwunderland sein. Das war im Prinzip die Prämisse und wir haben uns natürlich angeboten als Hilfskräfte, um zu sagen, hey,
Wir wissen, die Maschinen stehen still, ihr könnt momentan keine Besucher reinholen, aber die Sachen sind ja da. Die müssen geputzt werden, die müssen sauber gemacht werden. Da gibt es doch genug zu tun für so vielseitig talentierte Hände wie die von Lars Pausen und mich. Und genau das haben wir getan, liebe Zuschauer. Ihr könnt jetzt kurz, bevor es mit der 150. Folge Verflixte Klicks weitergeht, noch einmal reinschauen, was Lars und ich erlebt haben im Miniaturwunderland. Viel Spaß dabei. Und dann geht es hier um 19 Uhr direkt weiter. Verflixte Klicks, Folge 150, Herrschaftszeiten. Tschüss.